Jo, hallo hier beim Homiomi und mit dem fünften Versuch, dieses Gameplay zu kommentieren, begrüße ich euch heute ja mit grundlegenden Infos und Infos zum Homie-Summer-Turnier. Aber zuerst mal Team Deathmatch auf der Karte Village wird heute gespielt, im abgespeckten Modus. Mit der P90 und als Secondary die MP9 mit dem Schalldämpfer. Ja, das ist ein abgespecktes Gameplay, ein etwas besonderes Gameplay, ja, meiner Meinung nach, da es einfach nicht so oft auf YouTube gezeigt wird. Meine Perks waren Plünderer, Schnellziehen und ruhige Hand. Ja, warum Plünderer? Ihr braucht auf jeden Fall immer genug Munition hier in diesem Spielmodus, da euch einfach die Munition sonst ausgeht ohne Plünderer. Und ja, Schnellziehen ist das einzige Perk, das für mich in Frage kommt. Visier brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Da bin ich lieber flink und visiere die Gegner schnell an. Hardline und Attentäter könnt ihr auf jeden Fall ausschließen, die bringen euch in diesem Modus gar nichts. Und ruhige Hand bockt einfach, finde ich, mit der P90 oder generell mit einer Maschinenpistole einfach mehr. Und ja, Tipps zum Modus abgespeckt, ja, da gibt es eigentlich nur einen Tipp von mir. Wenn ihr mit Team spielt, auf jeden Fall immer gut abreden und so per Headset oder per Skype, macht auf jeden Fall viel mehr Spaß. Spielt ihr alleine, auf jeden Fall immer Plünderer und sowas mitnehmen, damit ihr immer genug Munition habt. Und ja, das war es eigentlich so zum Gameplay. Wollen wir doch mal zum ersten Punkt kommen, den ich euch mitteilen wollte. Ich habe mir nämlich einen neuen Editor gesucht. Ja, der neue Editor heißt White Arts. Er geht, also ich kenne ihn so indirekt halt. Wir sehen uns ab und zu und außerdem sind wir Facebook befreundet. Er geht auch in die Schule, die ich mir eigentlich anschauen wollte, in die ich gehen wollte. Er ist auf jeden Fall Uderskiller. Checkt es mal ab, er steht in der Beschreibung, warum ich einen neuen Editor habe. Ja. Der Pre-God, der ist für mich einfach der Editor vom 4:2 Lightning und jetzt habe ich auch endlich einen eigenen Editor. Mein Editor macht mir gerade ein neues Intro und vielleicht noch ein weiteres Folge im Kanaldesign, müssen wir noch schauen. Und auf jeden Fall danke nicht Pre-God, hast immer gute Arbeit geleistet. Und ja, das war's zum Editor. Für euch ist noch ganz wichtig, wenn ihr irgendwelche Fragen anliegen oder was auch immer habt, schreibt es mir auf YouTube. Also auf Skype und so, das ist mir einfach zu unübersichtlich schon. Ich glaube, ich werde einen eigenen Account anlegen, wo ihr vielleicht mal spammen könnt, so, aber ich kriege wirklich unzählige Nachrichten, unzählige Anrufe und so. Und am besten einfach auf YouTube schreiben, da sehe ich das und schreibt direkt zurück. Ist auf jeden Fall übersichtlicher, da die Nachrichten ja noch angezeigt werden hier auf Skype, keine Ahnung, da verschollt das irgendwann, da wird man mal in eine Konfi eingeladen, macht wieder eine neue Konversation auf und so. Ist ziemlich unübersichtlich, auf jeden Fall bitte auf YouTube schreiben, dann geht das schon. Und ja, als zweiten Punkt hier noch die Teilnahme Infos, was auch immer, die grundlegenden Infos halt zum Homie Summer Turnier, also der zweite Teil. Eine Teilnahmenachricht müsst ihr mir auf jeden Fall auf YouTube schreiben. Wie gesagt, auf Skype, PSN oder was auch immer, wird nicht angenommen. Spätestens bis 6. August bitte eine Nachricht an mich senden, ich nehme teil, dann seid ihr ganz sicher beim Turnier dabei. Ja, ich wurde gefragt, welche Spiele wir denn beim Homie Summer Turnier austragen, spielen, was auch immer werden. Dein Phoenix und ich, wir haben heute schon telefoniert und haben uns so kleine Gedanken drüber gemacht, was wir denn für Spiele spielen könnten. Wir haben schon Spiele auf jeden Fall, also die werden erst aber kurz vor dem 11. August bekannt gegeben, dass sich da wirklich jeder noch nicht vorbereiten kann, irgendwie, keine Ahnung, das üben oder trainieren, was auch immer. Auf jeden Fall wird das dann so ablaufen, dein Phoenix und ich, wir werden das leiten und werden euch dann kurz, ich glaube es am 9. oder so, werden wir euch dann die Spiele bekannt geben mit genauer Beschreibung. Da könnt ihr dann eine Textdatei, könnt ihr euch runterladen, da wird ein Link da mit dem Video kommen, da könnt ihr euch das runterladen. Und ja, das wird es dann so sein, also das wird so sein, auf jeden Fall. Und keine Angst, es wird auf jeden Fall nicht das über, keine Ahnung, es wird kein Free-for-All, Hardcore-Free-for-All und der Gewinner, der, keine Ahnung, gewinnt dann das Ganze, sondern es werden auf jeden Fall Spiele und auch vielleicht ab und zu ein Free-for-All oder so. Werden wir schauen. Und dann habe ich noch hier die Preise stehen. Ja, die Preise sind jetzt fix. Da habe ich eigentlich nur gute, positive Rückmeldung bekommen. Nämlich der erste Platz kann Battlefield Bad Company 2 entweder für den PC oder für die PS3 gewinnen. Inklusive Vietnam-Erweiterung für den PC, für die PS3 habe ich es leider nicht. Oder im StarCraft 2, ja, StarCraft 2 ist das, glaube ich, ja, kann er auch gewinnen, wenn er für den PC will. Kann er sich dann aussuchen, aus diesen drei Sachen kann er dann wählen, der erste Gewinner. Der zweite Platz kriegt ein Black Ops Shirt plus Unterschrift drauf, wenn er will. Dritter Platz kann aus mehreren PS3 Gimmicks auswählen, entweder werde ich mir dann noch welche besorgen oder kann hier aus einigen von meinen PS3 Gimmicks auswählen, die ich halt zur Verfügung stelle. Und jeder von diesen drei Gewinnern kann außerdem auch ein Dual Commentary mit mir gewinnen. Also wenn er Bock und Zeit hat, wird es auf jeden Fall dann drei Dual Commentaries geben, wenn es sich so ergibt. Und ja, dann gibt es hier noch was zum Gewinnen. Es gibt hier nur noch zum Gewinnen. Chuck, Gewinne raus, Gewinne rein.
Phoenix CK auf jeden Fall voten, also in der Beschreibung steht ein Link, King of the Web. Wer noch nicht gewotet hat, auf jeden Fall bitte 10-mal am Tag voten, denn eure Chance etwas zu gewinnen steigt. Ja, wie das? Entweder ihr gewinnt es im 24-Stunden-Livestream oder ich gewinne es im 24-Stunden-Livestream, eines dieser Produkte oder mehrere. Und ich werde es dann unter euch verlosen, also ihr habt auf jeden Fall die doppelte Chance, etwas zu gewinnen. Und hier nochmal ein schöner dreifacher Abschluss. Ja, auf jeden Fall voten, würde mich auf jeden Fall freuen, freut sich das CK auch, freut sich eigentlich nur jeder. Ja, also, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen, was ich euch mitteilen wollte und so. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte mal positiv bewerten oder wenn es euch nicht gefallen hat, negativ bewerten und dann bitte aber in die Kommentare schreiben, warum es euch nicht gefallen hat. Ja, einfach schlecht oder, keine Ahnung, du bist scheiße, schaut lieber Kommando Krieger oder so. Das bringt mir nicht viel. Okay, dann kann ich mich ja nicht verbessern. Also bitte, wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten und schreibt aber dann auch, ich habe einen Daumen nach unten gegeben, weil, ja, keine Ahnung, weil du gerade scheiße kommentierst oder so. Aber ich probiere mir auf jeden Fall jetzt jeden Tag fast ein Video aus der Nase zu ziehen, um euch jetzt jede Menge Content zu bringen. Und außerdem wird aus den Turnier-Infos, oder nicht Turnier-Infos, aus den Turnier-Daten, die ich aufnehmen werde an diesem Tag, wird ein ziemlich langes Video geschnubbelt und das werde ich dann mit dem Infinix und mit dem 422 Lightning höchstwahrscheinlich kommentieren. Und ja, wie gesagt, beim Livestream bin ich vom 422 Lightning auch dabei. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen, auch auf jeden Fall mal ihn abchecken. Er bringt auch guten Content und ja, das war es im Großen und Ganzen so zum Video. Ihr könnt euch ja jetzt noch das Gameplay hier fertig anschauen. Es war auf jeden Fall eine ganz gelungene Runde meiner Meinung nach. Ich glaube 26 zu 7 geht es aus. Ganz ein akzeptabler Score eigentlich dafür, dass ich jetzt alle Kills mit der Waffe mache. Und den Modus kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Der regt nicht unbedingt so auf, da man da, keine Ahnung, nicht jede 5 Sekunden von einem Predator gekillt wird oder so. Und ja, das war es im Großen und Ganzen von mir. Ich hoffe mal wieder, es hat euch gefallen. Wie gesagt, positiv bewerten, jede Menge Kommentare schreiben. Wenn es Anliegen gibt, bitte auf YouTube schreiben und nicht irgendwie auf Skype. Ich verabschiede mich, schaut euch jetzt noch diese dreckige letzte Killcam an. Bis zum nächsten Mal, euer Homie.